dann auch mit der Bewertung entsprechend hochgehen. So ist es. Und nun Jelena Schuschunova, die Weltmeisterin von 1985 im olympischen Achtkampf. Ihre akrobatische Bahn, Strecksalter und da fällt sie, oder das gibt zumindest einen Abzug von mindestens 5 Zehntelpunkten, wenn die Kampfrichter diesen Fehler von Jelena Schuschunova richtig abziehen. Und das wird nun, meine Damen und Herren, sehr spannend, ob Anja Wilhelm nun tatsächlich die Bronzemedaille erringen kann an diesem Gerät. Hier ein Flickflack mit ganzer Drehung in den Gerätsitz, eine Höchstschwierigkeit. Anja Wilhelm lag ja nur 2 Zehntel hinter Jelena Schuschunova. Was den Vorkampf anbetrifft, 2 Zehntel. Nun dürfen wir wirklich gespannt sein, was die Kampfrichter machen. Ich muss gestehen, ich habe ganz feuchte Hände. Ich kann es noch kaum fassen, dass so eine gute Turnerin einen derart schwerwiegenden Fehler macht. Die Vorbereitung für die Schlussbahn. Ein Tsukahara, wiederum eine Höchstschwierigkeit mit einem leichten Ausstellschritt. Und hier die Wertung für Juri Karaljov, 9,925 Punkte. Und das bringt ihn mit 19,813 an die erste Stelle vor Silvio Kroll aus der DDR. Ja, nun dürfen wir tatsächlich sehr gespannt sein, wie die Kampfrichter die Leistung von Jelena Schuschunova